Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in einem neuen vorgestellt. Und zwar ist es Gladiator Guild Manager. Es ist die Vorschau Nummer 4. Und ja, neues vorgestellt ist es natürlich nicht, weil es ist ein vorgestellt und kein neues, weil wir haben ja Gladiator schon 3 Folgen da. Wir hatten letztes Mal davon gesprochen, dass wir da oben bald wieder Kampfmöglichkeiten haben, die wir dann machen wollen. Aber das wollten wir dann in dieser Folge machen und das machen wir dann nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Starten wir hier weiter, weil da gibt es ja Gladiatoren, sollt, ist klar. Und Meisterschaft werden organisiert. Da müssen wir uns dann gucken. Arena des Todes verfügbar. Ach, da sind sogar welche verfügbar. Komm, dann machen wir erstmal hier 1 gegen 1 noch. Schauen wir. Ich dachte, die wären gar nicht verfügbar gewesen. Erst danach, aber dann machen wir das jetzt schon, ne? Da sind wir in der Arena, jetzt müssen wir gegen Inja, der ein 2er Berserker ist, was entgegenstrecken. Wir haben hier eine Selena mit 3. Hi, Durgash. Durgash ist hier unser Held, oder? Zirski. Ich mach mal Durgash, der erscheint mir als der passende dafür. Durgash kommt dahin. Und dann geht's los. Lukas hat ja auch noch einen Begleiter, ne? Das sieht doch schon gut aus. Da hat sich das schon erledigt. Haben wir das schon geschafft? Öffnen wir das. Da kriegen wir eine Schriftrolle der Erdung. Und dann haben wir 10 Goldbahnen. Wir brauchen aber Stein. Immer noch keinen Stein, ne? Bisschen ärgerlich. 20 Steine haben wir erst. Gut, aber dann ist ja noch hier 1 gegen mehrere. 3 gegen 3 oder mehrere gegen einen? Machen wir erstmal 3 gegen 3, denke ich, oder? Ach, geht nix. Arena des Ring des Todes geht jetzt nix. Schade. Gilde, ja, da waren uns die Steiner noch nicht hold mit 25, die dann noch fehlen. Dann könnten wir das aufforsten, ne? Aufwerten. Hier hätten wir zwar das, aber ich möchte gerne den haben, den Feuerturm. Deswegen sparen wir da besser. Obwohl, wir könnten noch mal reingucken, was die ersten hier sind. Taverne. Ja, Steine. Baracke. Auch Steine. Alles braucht Steine und wir haben keine. Hier brauchst du keine Steine. Du brauchst Holz und Eisen. Das können wir, Berserkerhütte können wir machen. 100% Erfahrungsgewinn. Das hört sich doch schon mal gut an. Erlaubt es Berserkerhütte Orks anzuhören. Diese Gladiatoren sind ja ausreichend Kämpfer und die Fähigkeit, den Gegner umzustoßen. Ja. Und da geht sogar noch mal was. Machen wir auch noch mal, weil wir hier 60 Eisen haben. Holz ist 55, ist zwar eine Menge, aber ich... Erfahrungsgewinn 125 dann. Nee, warte mal. Lass mal erstmal das weg und wir gucken noch mal hier, was Schießstand kann. Auch wieder Steine. Ja, das ist natürlich, Schießstand ist auch wichtig für unsere Fernschützen, ne? Fernkämpfer. Frostwurm, Nekromanten. Ich glaube, wir lassen das erstmal so sein und gehen mal weiter auf den Punkt hier, dass wir hier Meisterschaften werden organisiert. Auf der Farm geht ja nichts, oder doch auch Meisterschaften überspringen. Friedhof, da sind die Meisterschaften, oder? So, Meisterschaften. Nächster Kampf. Kann ja da keinen reinziehen, ne? Muss ich nächster Kampf drücken. Kampf 1 von 5. Wir hätten hier 2 Mütterchen, da ein Mütterchen. Hier ist das Mütterchen aber auf Stufe 6 schon. Da 2x2. Hier hätten wir Berserker 2 und 1. Ich glaube, wir machen das hier, oder? Warte mal, was kriegen wir denn dagegen? Das ist die Frage. Hier wäre Stein drin. Da auch und da auf jeden Fall auch. Aber ich lege mal hier los. Da gucken wir den. Und den als Nahkämpfer. Und die Fernkämpfer kommen von hier noch dazu. Und dann kämpfen wir. Schon beide kaputt, sehr gut.
Nächster Kampf. Was haben wir hier? Wieder das gleiche. Drei und drei. Ich glaube, dann nehmen wir mal den mittleren, weil ich glaube, das können wir schaffen. Und wir können fünf in den Kampf ziehen lassen. Das geht doch sowieso dann, oder? Die beiden. Zu den Bauern nehmen wir noch einen davon mehr. Und hier nehmen wir auch noch ein Mütterchen. Und dann Kampf. Das Mütterchen kommt gar nicht wieder hoch. Und das ist auch schon erledigt. Das ging flott. Und hier oben sehen wir, was wir kriegen können, ne? Ja. So, nächster Kampf. 3 von 5 ist das schon. Hier ist wieder 1,2, ne? Da ist ein 4er Robok. Und ein Kleriker. 3 Mütterchen oder hier Skintilla, eine Priesterin, die dann wahrscheinlich heilen kann in CSG the Giant. Ja, wir nehmen aber hier, glaube. Machen das. Wieder so wie eben, denke ich mal. Das war ein ganz gutes Ding, oder? Und auf geht's. Gucken, ob wir den da auch... Schon sehr gut, was da passiert, ne? Niemand hat's erwischt. So, letzte, nee, noch nicht letzte, oder? 3-3 und hier ist 4. Und eine Bogenschützin auf 4. Man sieht leider nur das, was es geben könnte da. Hier gibt's einen weniger, hier gibt's mehr. Hier ist ein schwerer Kampf, das bedeutet dann auch, dass man da mehr Punkte hoffentlich kriegt. Hier sind es nur 4. Komm, machen wir so. Wieder ihn hier und ihn hier. Und ihn und dann Mütterchen. Aber wir nehmen noch den hier mit, den Kryomant. Und dann legen wir mal los. Die kann schon gar nichts mehr machen. Okay, das Mütterchen da oben hat eigentlich ordentlich einen abgekriegt. Und ist das jetzt der letzte Kampf, oder? Also hier ist schwer, ne? Komm, wir nehmen einmal schwer. Hier kommen die zwei hin. Ich will mal hoffen, dass dieser da hinten dann auch hingeht. Das und ihn hier. Und auf geht's. Mal gucken, was passiert. Schon erledigt. Nicht ganz, weil er geheilt wurde, aber jetzt hier war's das, oder? Ja. Niemanden verloren, glaube ich, ne? Ne. Wir sammeln ein. Ich hoffe, da ist jetzt mal Stein bei. Leider nicht. Kleiner Stärketrank. Dreimal das Ganze. Da gab es wohl nur das. War jetzt auch nicht so prickelnd. Ich brauche Steine. Es kommen keine Steine hier. 5 von diesen Kristallen, die ich jetzt auch nicht wirklich brauche, oder? Einsammeln. Fortsetzen. War es das. Ein bisschen enttäuschend finde ich das jetzt, weil wir keine Steine gekriegt haben. Wir brauchen unbedingt Steine. Ist die Frage, wie geht's weiter? Hier ist jetzt nichts Neues, ne? Na. Arena geht nicht. Was macht die Farm? Meisterschaften werden zu Beginn des Monats organisiert. Ich dachte, die wären hier am Friedhof gewesen. Also hat es das nicht gebracht. Frostturm, ja. Da fehlen Steine, überall fehlen Steine. Und wie kann ich denn bitteschön... Auch Steine. Alles sind Steine. Wie kann ich denn an Steine kommen? Das ist ein bisschen doof, ne?
Hier ist natürlich schon ein bisschen was zu sehen, was da als nächstes kommen könnte. Und das sieht hier nach einer Steinpyramide aus, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Lass mal weiterlaufen hier. Was ist da? Gegenstandsmarkt, Neuigkeiten. Können wir nochmal. Ach so, wir haben ja neue Sachen gekriegt. Dann sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir die jemandem geben können, ne? Also er hat ja hier schon mal diese Amulette. Das geht da nicht hin. Er kann den Trank haben hier. Was war das? Stärketrank, naja. Das Mütterchen hat hier einen Lederumhang. Ja, die kann das gebrauchen, die kriegt das dazu. Und kann bestimmt noch einen Apfel gebrauchen. Was haben wir hier im Bogenschützen? Die hat schon einiges da, kriegt jetzt noch eine Möhre dazu, damit sie schneller ist. Lurkasch macht einen immun gegen Umwerfen. Ja, geht das da ein, ne? Er hat nix und er hatte schon was, ne? Gut, dann kriegt er die Axt. Dann haben wir uns ein bisschen ausgebaut. Das ist doch schon mal was. So, das muss erst weg. So, was haben wir hier noch? Ein Lederhut. Schriftrolle der Erdung, einfacher Schild. Lederumhang. Ja, den Hut, ja. Was ist das hier? Handschuhe. Ich glaube, wir können die Handschuhe definitiv noch mal kaufen. Weil wir hatten ja noch ihn hier, der die nämlich dann nehmen kann. Dann passt das schon mal. So, ich glaube, wir hatten jetzt aber auch schon alle. Ne, hier ist noch jemand, der Ritter, der hat noch gar nichts. Der Ritter hat noch gar nichts. Aber hier ist für einen Ritter auch nicht so wirklich was frei, ne? Er könnte ein Schild tragen. Ja, komm, kauf mal ihm das Schild. Und der Lederumhang kriegt er auch noch. Dann kriegt er das jetzt hier. Dann ist er auch ein bisschen besser unterwegs, ne? Sehr gut. Dann ist das erstmal durch. Gegenstandsmarkt gibt es natürlich dann jetzt Neuigkeiten. Hier regnet es gerade. Was sagt der Gegenstandsmarkt? Oh, bester Freund. Ah, der kriegt pro 5. Also, einen hat er wahrscheinlich. Und wenn er hier 5 hat, dann kriegt er noch einen dazu. Ich kaufe den mal. Weiß aber noch nicht, wem wir den geben. Wo kommt der denn hin? Ach, da kommt der hin. Okay. Haben wir jetzt nichts frei, ne? Nicht wirklich. Gut, dann lass das aber erstmal da. Das war trotzdem eine gute Entscheidung, den zu kaufen für später auf jeden Fall, ne? Gladiatorenmarkt, wir haben ja noch 2 Plätze frei, ne? Aber da sind noch keine richtigen bei, die ich jetzt gerne hätte. Da gibt es Rabatte. Okay. Tag 6. Bauern ausbilden. Great danger every day here in Deadwood. We ain't no fighters. But we must learn if we're gonna Es tut so nett sein, uns einen Kämpfer zu schicken. Machen wir. Komm hier. Der trainiert die Bauern. Oh, der hätte mir den Hund kaputt gemacht. Hey, die Bauern können auch schon was. Jetzt habe ich den Guten verloren, oder was? Ich kämpfe bereits gut genug. Jetzt habe ich meinen besten Mann da verloren. Das
Das ist ja richtig ärgerlich jetzt gewesen, oder? So ein Shit. Naja. Das Volk schließt sich den Glatter. Gucken wir uns da mal welchen an. Da ist ein Dreier. Europe. Der ist doch wenigstens ein Ersatz für das, was wir schon hatten, oder? Gut, jetzt kriegt der noch den Hund dazu. Und dann können wir noch im Markt gucken. Unter den Gegenständen, dass wir eben noch was besorgen. Kaufen wir noch die Axt. Dann kriegt er die noch dazu. So. Soweit so gut. Lass mal weiterlaufen, bis hier die Gladiatorenmarkt-Neuigkeiten gibt. Dann gucken wir uns das mal an. Hier ist der einzigste, der Zirzis-Gigant. Der ist dann, ja, den kaufe ich jetzt auch noch mal. Das war es aber dann auch. So. Weiter geht's, dann kommt das Geschäft, okay. Bauern ausbilden, ja. Habe ich da einen? Ich glaube nicht, ne? Können höchstens so einen Fernkämpfer nehmen, aber dann habe ich den auch noch verloren. Das können wir nicht machen erstmal. Aber hier geht's. Machen wir hier erstmal 3 gegen 3. Das sind alles Nahkämpfer. Na, dann wird er erstmal zeigen, was er kann. Dann nehmen wir ihn noch dabei. Ach, da gibt es noch ein Level Up, ey. Und hier auch, sehe ich gerade, ne? Das Mütterchen geht in der Mitte. Dann los. Okay, sind alle geschlagen, wir haben nichts verloren. Öffnen wir und endlich gibt's mal Steine. Einsammeln, fortsetzen. Hat das jetzt gereicht? Ich glaube nicht, ne? Nein, uns fehlen noch 10. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Hier, Friedhof geht nicht, sondern hier ist abgeschlossen 2, aber wahrscheinlich erst am nächsten Tag, ne? Was ist hier? Gegenstandsmarkt-Neuigkeiten, okay. Wilde Gule im Wald. Belohnung ist natürlich nichts Tolles. Wir kümmern uns drum. Wir wollten immer noch ein Level-Up machen, ne? Da müssen wir gleich mal drüber nachdenken, dass wir das machen. Kampf. Das war's schon. The Church of the Dead, of course. But that Schemer, the High Necromancer. Okay. He bloviates about. Ja, wir müssen erst Belohnung auswählen. 10 oder 23. Ich nehme mal die 10 hier erst noch, weil wir, obwohl, ist eigentlich auch egal, ne? Nimm mal die, weil weiß, was da gibt. Und los geht's. Da geht's auch weiter. Jetzt kommen Gegenstände neu. Gucken wir gerade vorher nochmal drauf. 5er gibt's hier auch schon. Aber das lassen wir erstmal. Weiter geht's hier noch. Den Gegenstandsmarkt nehmen wir gerade noch mit. Oder war der da schon? Und dann gibt es Gladiatorenmarkt-Neuigkeiten. Warte, wir haben hier noch Volksschieß und den Bauern ausbilden. Achso, wir wollten hier definitiv noch was Level-Up machen.
So, er ist Gesundheit höher, ne, Ausdauer, Bewegung, Agilität, Intelligenz. Eigentlich braucht er keine Intelligenz, ne? Schlag, Tritt, Waffenparade. Ich mach mal hier einen mehr. Ach, das sind sogar mehrere Punkte, die wir haben. 4 Punkte noch. Intelligenz hat er jetzt auch mal einen gekriegt. Und Ausdauer machen wir noch, anstatt die Gesundheit. Die ist schon ziemlich gut. So, dann haben wir den schon gelevelt. Jetzt hier haben wir noch einen Bogenschützen. Agilität hoch. Ausdauer. Bewegung. Oh, wir haben 7 Punkte sogar zu vergeben. Und nochmal Ausdauer. Sehr gut, hier 5 Punkte zu vergeben. Das Mütterchen könnte sich mal ein bisschen besser bewegen, kann mehr Gesundheit gebrauchen. Intelligenz, vielleicht trifft sie dann besser, und Agilität, und dann haben wir schon. Ausdauer lassen wir da weg. Dann haben wir hier unseren Kryomanten. Kryomant, so ja. 5. Das ist sein Bestes eigentlich, ne? Hier muss er mal ein paar Schläge noch einstecken können. Und dann geht auch noch das da drauf. So, haben wir das. Ja, da gibt es einen Gladiatorenmarkt Neuigkeiten, aber ich denke mal, wir werden das nächste dann machen, wenn wir in der nächsten Folge weitermachen, weil da töte den Gerücht. Verbreiter. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.